Jo, Playboy-Dickerchen. Hast du mal einen Drahtesel geklaut oder was? Jo, hast du einen Hustenbonbon stecken, Alter? Na klar, hier, Alter, genehmige dir einen, Alter. Mir geht's auch wieder besser, Alter. Hat dir Wunder geholfen. Alter, ich bin immer noch krank, das Weltrekord. Oh, der ist doch. Ne, ich merke das auch noch. Ich bin auch ein bisschen angeschlagen, Alter. Weißt du, was du dir da eingeholt hast, aber was eine richtige Sache. Alles klar, Watto, grüß dich. Was geht, Watto? Machst du jetzt den Silversurfer oder was? Ja, das sieht genau. Naja, so ist aber, was sagst du, Alter? Ich hab mir einen Testo-Kur gegönnt, Alter. Sieht man das? Warte. Oder? Oder? Ja, bekommen, oder? Sieht man schon, Alter. Sieht man. Oder? Ja, guck mal, Alter. Ich laufe wieder breiter rum als der Türsteher, Alter. Oder? Oder? Alter, ja, ich pump wieder ein paar Dings Eisen, Alter. Mhm. Musst du auch mal machen, Alter. Siehst aus wie ein Spargeltarzan, mein Besterchen. Ach, scheiß drauf. Ja, was hast du denn jetzt schon wieder vor, mein Besterchen? Nix, ich fahr nur rum. Naja, uiuiuiui, da willst du uns aber auch wieder töten hier, Alter. Wie waren so Weihnachten bei dir, sag mal? Das ist ganz schön, ganz ruhig, Alter. Gestern, sag ich mal, war ich mal kurz einen Abstecher in Berlin machen und hab mal meinen Sohnemann besucht. Ach, du hast einen Sohn? Ja, das ganz schön. Ah, krass, Alter, wüsste ich gar nicht. Was hast du da wieder vor, Alter? Einmal kurz Staatsbank, oder? Ich will erstmal nur gucken, ob es funktioniert. Hast du eine Knarre dabei? Ich sag dir, wie es ist, Alter. Den Doofy, Alter, den musst du mal hören, wie der Verhandlung macht, Alter. Das ist absolut geil. Der verhandelt, oder was? Ja, ich sag dir, Alter. Wollen wir auch mit ihm machen? Da können die Bullen nicht mehr ernst bleiben. Warte mal, hast du Dings? Hast du seine Nummer? Der arbeitet jetzt auch bei uns, Dickerchen, hat mir Kevin gesagt. Ach was. Warte mal, wo ist der? Kevin hat den als Hausmeister eingestellt. Damit Ali noch ein bisschen. Ja, ganz genau. Doofy und Ali sind jetzt Hausmeister. Und wo ist sind die gerade da? Ich glaube, die sind da. Ah, guck mal, Kevin ist auch gerade gekommen. Jo, mein bester Schön, dicker Schön. Also, seid ihr alle im Club? Ist Doofy auch da? Doofy, meld dich mal bitte schön, Alter. Nimm mal einen Staubsauger von der Flöte. Du geistesgestört, Alter. Zum Glück kann ich mich hier wieder festhalten, Alter, weil ich nicht mehr Zahnstocherhärmchen habe. Wie läuft deine Testokur? Ja, ganz gut, Alter. Ich muss bloß weiter essen, Alter. Weißt du, Essen bleibt trotzdem, Alter. Das Wichtigste, Essen und Training. Ja, ist Goofy da? Ja, komm, wir holen ihn mal ab. Mhm. Alter. Alter, sag mal, Junge, Alter, du hast ja wirklich irgendwas in der Buchse, Alter. Du kannst ja nicht mal einen Moment stillstehen, Alter. Sorry. Alter. Gab's gestern Plus oder Minus? Ich wollte auch gerade fragen. War es Plus oder Minus? Ja, sag doch mal, war Plus sag oder Minus? Doch, hau doch raus, Alter, man sieht, du hast neue Uhr. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja. Was denn Plus oder Minus? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Das, was wir im Keller haben. Blackjack meinst du, da bin ich null. Ja, guck mal, wie er drüber rumredet. Nee, weißt du warum? Eigentlich hat er so groß rumgeredet oder so, aber ich glaube, der hat verloren, der Typ. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Der Automat hat die Blattort gegeben. Verdrängt, Alter. Ja, ja. Der Automat hat mir echt Blattort gegeben, ich habe keine Erinnerung mehr. Der hat mich gefickt, der Wichser. So, Jungs, ich bin schon mal auf dem Weg nach Paleto. Was geht denn da ab? Da wird gerade deine Schwester in Jungen. Soll ich dir was Lustiges vorsingen? Nee, will ich nicht. Morgen, Kinder, wird nichts geben. Nur wer hat, der kriegt noch geschenkt. Einmal kommt auch eure Zeit. Morgen ist's noch nicht so weit. Und nochmal von vorn. Morgen, Kinder, wird's nichts geben. Kannst du dich einmal deine Fresse halten, Mann? Nehmet meinen Leib und meine Seele. Von wem ist das Zitat? Nehme was? Nehmet meinen Leib und meine Seele. Weiß nicht, Jesus, Amadeus, keine Ahnung, Alter. Gina Wild, falsch. Gina Wild? Ja, nehmt mein Leib, ist doch klar. Weites Zitat. Ich bin hier der größte Affe. Dein Vater? Nee, ist doch einfach. King Kong. Drittes Zitat. Ich mach mich zum Affen im Gespräch. Das muss von dir stammen, Alter. Von einem anderen kann das nicht stammen. Ja, verdammt, Xa, jetzt hast du es vorweggenommen. Ich wollte dich nennen, aber ich kenne deinen Namen nicht. Nur weil ich schwarz bin, du Wichser! Jojojo! Jo. Bist du jetzt schon ein Kopfschuss, oder weißt du, dreckiger Wichser? Ich weiß noch nicht mal, ob du schwarz bist, hä? Dreckiger Wichser, jetzt mach doch nicht diesen. Du nimmst mich hier gefangen und dann hältst du mir die Waffe an den Kopf. Darf ich noch nicht mal einen Witz machen, oder was? Halt jetzt deine Fresse, du Wichser, Mann. Ich will nur auf entspannt fahren, meinen Raub machen und mich verpissen. Ja, machen wir 50-50, nicht? 50-50. 50-50 und ich krieg noch eine Pistole. Oder hast du einen Job für mich oder so einen Scheiß, Mann? Ja, du kriegst danach einen Job. Ja? Bei deiner Mom, oder? Nee. Achso, du erschießt mich, oder? Ja. Oh, fuck you, Alter. Ja, ich bin im Moment nur Schneider, weißt du? Ja, miese Zeiten. Scheiße unterwegs. Ja, miese Zeiten. Du bekommst 5%. Besser als in Hubs zu gehen wieder. Jo, ey, pass doch mal auf, ey. In Hubs, oder was? Ja. In Hubs. Du kommst in Hubs. In Hubs. Hubs nehmen. Oder ich nehm dich Hops.
Digga, der Junge labert so viel Scheiße, ne? Weißt du, wer ich bin, Junge? Nee. Jungchen. Känguru, Junge. Wer bist du? Känguru. Tem was? Junge, hör doch mal zu. Känguru. Tem Huso. Tam Huso. Ah, jetzt weiß ich, jetzt kenne ich den Namen, Alter. Gott, Alter. Du bist der doch von damals, Tam Huso, Alter. Ich weiß es doch. Nein, Jungchen. Sind wir nur zu zweit? Also ist das hier so ein Du-Ding? Oder wie läuft das ab? Deine Mutter kommt auch noch, wird eine Reihe. Ey, warte mal, sei mal kurz leise. Hörst du das? Ist das Geräusch, wenn du deine Schnauze hältst, kleiner Wichser? Ja, war ja richtig gut, Alter. Ja. Ja, fandst du auch, oder? Hörst du das? Hörst du das? Ja, ich höre auch niemanden lachen. Ja, ich darf ja nicht lachen. Das ist ja eine Geisel, nicht? Weil du lässt mich jetzt hier runter, ich spring mit dem falschen Maus, was jetzt noch wie sehr bereust du es, dass... Yo, noch ein Wort aus deinem verschissenen Mund, hast du eine verfickte Kugel in deinem Kopf? Laber mich nicht voll, du Wichser! 1 bis 10, wie sehr bereust du es? Okay, ich halte die Schnauze, okay? Aussteigen. Ich halte die Schnauze. Aussteigen. Okay, ich komme hier nicht runter. Bringst du mich jetzt echt um? 5 Liegestütze. Ja. Das ich sind für leider, dich Liegestütze, hä? Ja, in Australien machen wir das so. Ich weiß leider, es ist ja du Down Under. Die Scheiße, auf mit dir. Ist ja Down Under. Ist ja andersrum da. Verstehst du? Fresse, ja, also. Ich hab die schlimmste Geisel der Welt, Alter. Der labert mich den ganzen Tag voll, dieser dreckige Wichser. Können wir gleich noch anhalten? Und dann? Ja, hol ich mir noch was zu essen. Was zu essen? Ja, warte, ich muss mal kurz gucken, warte mal. Gar kein Ding. Ah, ich hab noch die gute Frosta Bollo. Aber besser als Dr. Oetker. Kennst du die Mia Grande? Alter, du laberst so viel, Mann. Halt die Fresse, du Wichser. Wirklich, wie kann man so viel reden? Frag dich ja auch nicht, wie kann man so viel Geiseln nehmen, oder? Dann kannst du dich aber fragen, wie oft ich deine Mutter gefickt habe, du Wichser. Junge, deine Hose, die hatte mein Vater 1960, Alter, auf der Hochzeit an, du Wichser, Alter. Was trinkst du ja, da? Ja, ich bin dein Vater, deswegen. Oh. Ei, der spielt echt mit seinem Leben, ne? Ach komm, das war ein kleiner Joke, sorry, Mann. Hör mir aber zu. Weißt du, das. Ja. Ey Bruder, gar kein Problem, Alter, also wirklich, du redest auch gar nicht zu viel oder so, oder auch gar nicht zu laut. Ist der letzte, den wir abgeben und den knallst du ab. Ja, den knallen wir safe ab, der ist safe dort. Der ist so frech. Wo bist du, Goofy? Casino. Wie Casino? Was für Casino? Ja, dort holt mich ab, Jungs, gib mir 5 Minuten, ich bin da. Der fährt dich auf entspannt dahin, währenddessen wir schon Rob gestartet haben, oder was? Ich fahr dir Highway, den rechten Highway entgegen, ja? Steig dann auf mein Motorrad, wenn du mich siehst. Vollidiot, Mann. Was kriegst du überhaupt auf die Reihe? Tut mir leid. Aber ey, ich konnte echt nichts für. Ich bin hier gefahren mit Geisel. Kommt Cops, sagen die, sie sollen zum PD fahren. Geben die mir eine Rechnung. Dann geht das Motorrad kaputt. Ich pack ein neues aus, das geht auch kaputt. Die machen jetzt zum Faxen, Alter. Die haben einfach die Motorräder weggefahren. Und keine Ahnung was. Was? Ja, die haben auch gar keinen Bock, irgendwie zu labern und so. Ich hab's direkt gemerkt, Alter. Die wollen auf den Schießen. Komm einfach. Wie die am Motorrad gesagt, die sollen zurückfahren, sonst sind die Geisel tot. Ja, sie sagen, die sollen zurücklaufen oder sonst wie, aber ich kann ja nicht rauslaufen, weil sonst sind wir bei den Geiseln. Ja, yeah, Playboy soll mit dir reden. Aber warum habt ihr denn, also guck mal, war mein Fehler so. Warum startet ihr den Raub, obwohl ich nicht da bin? Ich hab doch gesagt, ich bin bei den Cops. Ja, weil wir dachten, dass wir, keine Ahnung, Alter, dass du gleich da bist. Du hast doch 100 Jahre Zeit, du dreckiger Wichser, du musstest nur eine verfickte Geisel besorgen. Ja, der hat mir 10 Rechte gedrückt, der Wichser. Was macht ihr denn hier so weit vorne, ihr dreckigen Wichser? Verpisst euch mal nach hinten. Mein Gott. Jetzt werde ich wirklich nicht mehr. Ah, Freddy May, du kleiner Wichser, hä? Verpiss euch nach hinten, sonst sind die Geiseln tot, jalla. Nach hinten. Hinter dieser Linie, ihr dreckigen Wichser. Hinter dieser Linie. Hier ist eine verfickte Linie. Weiter nach hinten, du Wichser! Du kriegst gleich als erstes einen Kopfschuss, du dreckiger Wichser. Du läufst die ganze Zeit nach vorne. Alle Motorräder zurück, sonst sind die Geiseln tot. Gib mir für die Geiseln. Wir kriegen eine Geisel, dann kriegst du ein Motorrad. Nee. Ja, hör mir mal verfickt nochmal zu. Motorrad zurück, sonst Geisel tot. Naja, nee, wir geben euch Motorrad dafür eine Geisel. Nee, es gibt dir gleich mal benutzten Staubsauger, du Wichser. Motorrad zurück, sonst Geisel tot. Nee. Was ist mit dem Knilch hier? Oh, ich will eigentlich alle erschießen, eigentlich. Ja, ich auch. Ich wirklich. Auch, warte, wir müssen einen Plan haben, Jungs. Wer ist das? Sosa, hörst du mich? Sag dir, Dicker, was wir jetzt machen, wir produzieren die jetzt, ja? Dann machen die Fehler. Weil die sind schon angepisst. Wir haben noch Dings, Alter. Wir haben noch ja, die sollen unsere Dings. Hinter die Linie. Ah, sehr gut. Das Motorrad willst du haben? Ja, genau. Und ich geh's zur Sicherheit nochmal reparieren. Dann gib uns jetzt eine Geisel dafür. Es ist kein Heli mehr hier. Ebenso ist die Polizei abgerückt. Achso, ja. Und auf Geisel reimt sich auch Kreisel. Und auf Kreisel reimt sich Meißel. Und auf Meißel reimt sich... Sei leise! Und es reimt auch auf Geisel. Entspannt euch mal. Ja, ich hol die Geisel. So, bringt ihr mal eine Geisel. So, Jalla, eine Geisel raus. Haben sie mein Vorwerk benutzt? Und dann meinte ich das Vorwerk deiner Schwester, du. Okay. Da ist es auch ganz gut. Da habt ihr eure Geisel. Zufrieden, ihr Wichser? Lucifer!
Hallo, Lucifer. Was machst du? Ich mache Arme. Hat deine Schwester eigentlich Doppel-D oder F? Ich konnte das gar nicht letztens sehen, es war dunkel. Und jetzt kannst du einmal kurz schreien, dass du gut bist, mein Bester. Lass mir gut gehen. Ich dachte eigentlich an Arme. Mir geht's super. Hast du das Shortcut? Ja, ja, schon lange. Ich müsste von der Seite und du von hinten. Also ich stehe jetzt hier oben bei 10:10 an der Tankstelle. Wie gesagt, ich habe noch 9 Minuten, wo meine Arme schwach sind. 9 Minuten? Oh mein Gott, ey. Was ist jetzt? Gebt ihr uns die andere Geisel und da ziehen wir ab, oder was ist dieser? Ne? Wir überlegen uns gerade noch. Weißt du, das dauert ein bisschen, weißt du? Wir müssen noch mangelt einfach nur Kompetenz, den Tresor aufzukriegen. Nee, alles gut. Wir haben schon das Geld. Soll ich euch helfen? Nee. Alles gut. Die ganze Bundeswehr, locker 30. Ja, da sind noch safe Leute hinterm Gebäude. Ja, sind doch welche hinter mir beide, haben die ja schon gesagt. Dieser Freddy May, ich hab ihn noch nie gut gelaunt gehört, ne? Noch nie in meinem Leben. Noch nie, ich schwör auf alles. Ich schwör auf meine Mutter, Alter. Ich hab den noch nie gut gelaunt gehört. Der Junge hat noch nie einen Fotze gesehen, der Wichser, Alter. Ja, hallo? Ja? Was? Nee. Okay. Okay. Ey, tut mir leid, das war gerade. Der Kompetenz-Hotline, der hat gefragt, wo er bleibt. Ich geh gleich raus und schieße. Ich werd Freddy May und den Dings töten. Mach du mit dem Helm. Ihr kommt hier raus, sagt irgendetwas, geht wieder rein. Ja, wir beraten uns. Kommt dann wieder raus. Ja, weil wir uns beraten. Hä, was ist denn daran so schlimm? Dann geht ihr wieder rein, beratet euch, kommt wieder raus. Einer fährt weg, kommt wieder an. Ihr beratet euch und es führt zu nichts. Ja, wir beraten uns. Was soll ich machen? Wollen wir das Geld vorher aufteilen, Dickerchen? Nee, lass sie jetzt wegen einfach. Was machen wir? Okay, Dickerchen, lass mich da so positionieren bei den einen Helmspasti. Ich geb den direkten Stich, hast du gehört? Nein, ich fick, lass einfach alle schießen. Aber wenn... Ich hab keine Knarre mehr, ich hab meine Dufi eben. Der ist besserer Schütze. Ja, okay, dann gehen rein. Was ist denn hier eigentlich mit der Linie, Alter? Kriegt ihr das hin? Was beratet ihr euch denn die ganze Zeit zu Hause? Wir beraten uns. Ja, schau, ist doch die gleiche Antwort. Tut mir leid, Jungs. Tut mir leid. Wer wollte das so?